Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Community Replays. Heute hier in einem ZVP auf der Kingsyong Station und wir haben links oben im Blau gespawnt als Zerg Ter Shagget, der hier erstmal mit dem Extraktor-Trick startet. Und rechts unten in Rot gespawnt haben wir als Protoss Black Beauty. Der hier unten einen Pylon setzt, das ist sehr interessant. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt Nexus First spielen wird oder einen Cannon Rush. Ich denke, eins von beiden werden wir wohl sehen. Dadurch, dass hier die zweite Probe nach unten fährt, tippe ich mal auf den Cannon Rush tatsächlich. Mal schauen. Nein, er baut einen Gateway. Also er hätte natürlich hier auch eine Cannon bauen, eine Forge bauen können und dann hier versuchen können, einen Nexus zu Cannon Rushen. Wäre in diesem Fall möglich gewesen. Hedge First kommt nämlich hier dazu bei Ter Shagget. Und wird frühzeitig gesetzt, sodass Black Beauty das nicht mehr blocken kann. Schauen, wie er jetzt darauf reagiert. Er fährt einfach zur dritten weiter und schaut sich da dann erstmal um. Ja, ansonsten erstes Gas jetzt genommen. Dann fährt die Probe jetzt wieder raus. Wird gleich vermutlich noch einen Pylon setzen. Oder direkt mit dem Nexus durchstarten. Nein, erst kommt der Pylon. Der jetzt sich jetzt vermutlich die 400 Mineralien zusammensparen und dann den nächsten Nexo setzen, um eben gleich die Natural Expansion direkt zu erschließen. Danach wird es den Cybernetic Score geben und dann werden wir schauen können, was für ein Tag hier Black Beauty aktuell vorhat. Nexus gesetzt. Hatchery, wie gesagt, im Bau. Wir schauen mal im Zerg aktuell wieder vorbei. Brutschleimpool hier halb durch. Gas wird genommen. 40 Gas hat er schon gemeint, also es sollte ungefähr passen, dass wenn der Pool fertig ist, dass eben genau die 100 Gas vorhanden sind, um das Beetling Upgrade anzufangen. Währenddessen erstmal Overlord natürlich im Baum, gleich nicht Supply Block zu werden und jetzt werden wir wahrscheinlich erstmal nochmal relativ viele Drones gleich sehen. Bin gespannt, wenn wir die dritte sehen werden beim Zerg, denn das ist ja auch wieder ein Indiz dafür, wie aggressiv er unterwegs sein wird oder wie sehr er sich aufs Microgame fokussieren werden. Und natürlich die spannende Frage ist, was sehen wir gleich bei Black Beauty nach dem Cybernetics Core? Denn das ist ja der Punkt, wo sich eben die Tech-Wege aufspalten als Protoss. Mal schauen, was das so wird. Zweites Gas wird auf jeden Fall jetzt genommen. Auch nicht sehr überraschend, wird er jetzt vermutlich auch gleich sofort voll besetzen. Denn das Gas braucht man als Protoss in der Regel immer. Das sind hier oben nochmal die Sonne drin, scoutet hier nochmal, sieht die ersten beiden Dinge, sieht, dass hier schon gemeint wird, Queens im Bau sind. Mehr allerdings kann er nicht sehen. Hier meint nur noch ein Worker im Gas, um eben noch ein bisschen so ein Gas-Income zu erhalten. Allerdings hauptsächlich soll hier ein Mineral-Fokus stattfinden aktuell. Er braucht aktuell mehr Mineralien, als er eben das Gas braucht. Linke scouten jetzt mal hier so ein bisschen über die Map, schauen, ob hier irgendwo Proxy-Pylons stehen, vielleicht sogar ein Proxy-Stargate oder so, aber das sehen wir nicht. Stattdessen sehen wir hier aktuell eine Forge im Bau bei Black Beauty, man sich also gleich Richtung Upgates beginnen zu wollen. Ist das hier wohl zu? Ich glaube, wenn man Assimilator baut, ist das zu. Mal schauen, das ist auch so eine Lücke, da können Linke mal relativ leicht durchkommen. Das kann durchaus passieren mal, das habe ich auch schon erlebt, wenn man da nicht ganz richtig steht. Eine relativ große Lücke. Aber naja, mal schauen, wie das so werden wird. Und wir sehen ein Stargate bei Black Beauty. Allerdings an einer Position, die gleich möglicherweise vom Overlord direkt gescoutet wird. Der Overlord hat hier den Waypoint. Möglicherweise fliegt er noch gleich rein. Mal schauen, das wäre jetzt ein sehr, sehr wichtiger Hinweis natürlich für den Zerg. Wenn er das erfahren würde, dann wüsste er, wie er zu reagieren hat. Erstmal damit, dass er vermutlich überall einen Spore-Crawler baut. Wobei man natürlich auch einfach nur mit Queens verteidigen kann, solange es nur ein Oracle wird. Wir könnten natürlich auch Phoenixes sehen. Bei Phoenixes wäre das Ganze natürlich dann noch ein bisschen anders. Da würde man wahrscheinlich als erstes erstmal Overlord-Speed holen, um eben seine Overlords gleich in Sicherheit bringen zu können. Ich bin gespannt, was wir dort gleich erleben werden. Dritte, wie gesagt, im Bau. Leertech auch schon angefangen. Und ansonsten zwei Evolution Chambers. Also da soll es gleich eine Konstellation aus Microgame sehen. Wir sehen ein Oracle bei Black Beauty. Möchte also hier erstmal gleich ein bisschen Eco-Schaden machen. Ist aktuell vorne in der Eco, das ist auch völlig normal zum Zeitpunkt. Wir sehen ein zweites Stargate. Jetzt wird es interessant. Mars Air, scheinbar. Ist natürlich die Gefahr immer, dass man am Anfang zu viel Druck abbekommt und dann selber nicht eine große Air-Armee aufbauen kann. Der baut allerdings erstmal zwei Oracles. Kann dann natürlich gegen Linge auch vorgehen, falls ein Angriff käme. Aber eigentlich ist sein Ziel vermutlich damit, erstmal Worker-Schaden zu machen. Er sammelt sich aber hier noch. Oracle ist jetzt fertig. Waypoint hier in die Mitte der Base gesetzt. Baut er direkt weitere Oracles? Ja. Hass-Style hier. Fliegt er jetzt rüber oder nicht? Das ist die spannende Frage. Er wartet. Er wartet, bis er mehrere Oracles hat. Das kann sehr gefährlich werden. Ist natürlich die Gefahr, dass hier zu diesem Zeitpunkt dann schon Spore-Crawler da sind, routinemäßig.
Und das wäre jetzt noch nicht der Fall. Aber wenn er gleich mit drei Oracles ankommt, oder vielleicht sogar vier, mal schauen, wann er denn losfliegen will, dann kann er natürlich extrem viele Drones gleichzeitig rausnehmen. Sehen wir das übrigens 1-1er Upgrade hier in der Forschung. Interessanterweise beides die Attack-Upgrades, sowohl für Nahkampf als auch für Geschosse. Kein Defense-Upgrade für den Zerg unterwegs. Und den Hydra denn. Das Ganze, wie gesagt, noch gespielt vor dem aktuellen Patch. Das heißt, die Hydras sind noch nicht ganz so stark, wie sie es jetzt mit dem neuen Patch sind. Und auch Protoss eher ist nicht ganz so stark. Was wir jetzt hier gleich sehen werden. Drei Oracles machen sie auf dem Weg nach vorne, zwei weitere sind noch im Bau, werden jetzt vermutlich gleich dazugehen. Hier soll es die Expansion geben, allerdings stehen hier noch ein paar Linge, die das Ganze blocken werden. Wir müssen uns allerdings jetzt hier mal auf die Oracles konzentrieren. Die fliegen nämlich jetzt hier rein und machen hier ordentlich Schaden. Green wird direkt fokussiert, die kann natürlich gegen drei Oracles überhaupt gar nichts ausrichten. Steht ja schon eigentlich gegen einen Oracle. Und jetzt kommt noch ein viertes dazu. Extrem viele Worker gehen hier down. Die gesamte Natural Expansion hat jetzt ihre Worker verloren. Bisher schon 20 Stück, währenddessen sollen hier die Linge nach vorne kommen. Die können natürlich gleich hier versuchen, die dritte zu verhindern, aber rein in die Natural werden sie wohl nicht kommen. Der Mothership Core, wo ist der Mothership Core? Hat er überhaupt einen Mothership Core? Ja. Fliegt gerade zurück, müsste jetzt gleich wieder einen Overcharge geben, ja. Und da wird er jetzt nicht durchkommen. Sentry auch nochmal gewarpt, kann also jetzt hier nochmal ein Force Field setzen. Können aber sogar alle einsperren, währenddessen gehen die Oracles hier weiter nach vorne. Insgesamt hat er jetzt 31 Worker gekillt, also das ist schon extrem viel, einfach durch diesen Mars Oracle-Style. Aber der Zerg war halt auch extrem gierig, hat keinen einzigen Spore-Crawler gesetzt. Ein Spore-Crawler würde ihm zumindest ein bisschen geholfen haben. Dann wäre vielleicht mal ein Oracle gestorben, wobei natürlich unterm Strich muss man Mars Oracle-Style eigentlich schon mal vorher scouten. Jetzt gibt es Hydras. Hydras haben natürlich auch das Problem, dass sie in geringer Anzahl gegen diese Oracles eigentlich nichts ausrichten können. Gegen so viele Oracles sterben die nämlich quasi instant. Auch wenn natürlich eine große DPS da ist, aber man braucht halt erstmal ein paar Hydras, damit die nicht sofort Geschichte sind. Fleet Beacon kommt dazu, also es gibt hier absolut den Mars Air Style, während aktuell noch weiter Oracles gebaut werden. Plus 1 Attack Upgrade eben auch für die Air Weapons kommt dazu. Dritte Basis gesetzt, inzwischen Stasis Fallen werden auch gesetzt, um hier eben gleich einen Ling Run bei ein bisschen zu verhindern. Oder zumindest Zeit zu kaufen dafür. Und es gibt Gateways, das gefällt mir auch sehr gut. Er muss nämlich irgendwas haben, falls doch eine große Antwort gleich da wäre gegen eben diesen Mars Oracle Style. Falls jetzt also gleich schon irgendwie 8 Corruptor auf dem Feld wären und zusätzlich dann halt das ganze Income von Mineralien in Linge gesteckt worden wäre, dann müsste halt irgendwas haben, um auch gegen diese Linge dann noch was machen zu können, ohne dass die Oracles da primär den Schaden ausrichten müssen. Zwei weitere Targets sind auf dem Weg. Die Oracles machen sich nochmal auf den Weg nach vorne. Wir haben hier immer noch keinen Spore-Crawler gebaut. Wenn hier also gleich einfach wieder reingeflogen wird, dann ist hier wieder alles Geschichte. Können natürlich auch den Hydra denn fokussieren. Und mit so einer großen Anzahl kann er übrigens auch einen Spore-Crawler locker fokussieren. Die Queen stirbt hier. Er kann auch eine Base ganz rausnehmen. Er nimmt aber erstmal den Pool raus. Damit natürlich gleich auch der Tag wesentlich schwieriger für den Zerg, wobei er natürlich noch relativ viele Tech-Gebäude aktuell stehen hat, kann keine Linge mehr bauen, möchte aber sich jetzt vermutlich sowieso erstmal auf Hydras konzentrieren. Neuer Pool kommt direkt wieder, genau an der gleichen Stelle. Wir sehen kein Upgrade aktuell bei ihm. Der Protoss ist extrem weit vorne in den Workern. 51 zu 35 Worker in der Armee ist auch der Protoss vorne. Allerdings ist er natürlich abhängig von der Energie. Das heißt, wenn irgendwann mal ein Zeitpunkt da wäre, wo keine Energie mehr auf den Oracles vorhanden wäre, dann könnte das sehr, sehr riskant werden eben für Black Beauty. Und natürlich gegen viele Hydras wird es auch ein bisschen schwer. Aber wie gesagt, so viele Oracles, die nehmen auch schnell mal ein paar Hydras auseinander. Also das kommt immer genau darauf an, wie denn jetzt genau das Verhältnis zwischen Oracles und Hydras das. Wir aktuell 13 Hydras, 8 Oracles. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Oracles da gar nicht so schlecht traden, wobei man das, glaube ich, als Protoss nicht riskieren möchte. Denn die Chance, dass man da dann doch schlecht aus dem Fight hervorgeht, sind nicht so gering. Fliegt jetzt nochmal nach vorne, wird jetzt hier versuchen, nochmal Schaden zu machen. Ja, möchte hier gar nicht anmachen, denn der Zerg hat seine Worker eben schon in dem Moment weggezogen. Ja, was mir sehr gut gefallen wäre, wäre hier ein Spire beim Zerg. Aber der hat halt einfach zu wenig Income, als dass er das vernünftig realisieren könnte. Wir sehen 2200 zu 1400, das ist schon ein enormer Unterschied. Die dritte Basis läuft hier ziemlich gut. Wir haben auch einige Cannons, um eben hier die dritte auch absolut sicher haben zu können. Hier ist perfektes Mining auf dieser Base. Plus 1 Attack ist schon durch. Carrier jetzt im Bau konstant. Kosten hier in dieser Version noch 25 Mineralien, inzwischen ja nur noch 5. Aber wenn dann erstmal eine große Anzahl an Carriern vorhanden ist, dann wird es sehr, sehr schwierig werden, für den Zerg noch was auszurichten. Spore-Crawler werden jetzt ein paar gebaut, aber auch eben 3 hier in der Natural, in der Main sind jetzt auch 3. Der dritten noch nicht. Jetzt bin ich gespannt, wie hier Black Beauty fliegen wird. Fliegt erstmal wieder zur Main. Könnte natürlich versuchen, oh,
Er ist über Creep geflogen, sonst stehen hier die Hydras nicht alle rum. Könnte die mal einmal taggen. Ansonsten sollte er sich da mal eben schleunigst verziehen. Macht er jetzt auch. Währenddessen, wie gesagt, weitere Interceptoren hier, weitere Carrier auf dem Weg, bauen hier auch. Nee, haben wir aktuell gar keine Interceptoren tatsächlich im Bau. Das hat er vergessen. Aber das Interceptoren-Upgrade kommt hier dazu. Das Graviton-Katapult, was die Interceptoren zur schnelleren Verlassen der Carrier bewegt. Ja, darf hier nicht vergessen, die Interceptoren zu bauen. Auch das in der neuen Version ja nicht mehr notwendig. Da ist automatisch der Autocast ja auf dem Interceptoren-Bau-Knopf. In dieser Version allerdings muss man das noch selber machen. Und das fehlt hier gerade noch. Wie wird jetzt hier von einem Oracle ein bisschen denied? Muss immer natürlich ein bisschen aufpassen, dass er nicht in die Hydras reinfliegt. Hier haben plus 1, Black Beauty allerdings gleich auch mit dem Attack-Upgrade. Wobei, ich gerade sehe, Oracles profitieren gar nicht von dem Attack-Upgrade. Das ist ja interessant, das war mir bisher nicht bewusst. Hat jetzt sehr, sehr viele Oracles hier verloren. Das war nicht so gut, der Fight gerade. Hat da ein bisschen was verloren. Insgesamt natürlich führt er trotzdem noch deutlich. Hat immer noch viel mehr Worker. Vierte Basis jetzt im Bau, sollte die natürlich auch gleich absichern mit relativ vielen Cannons. Aber Black Beauty traut sich auch einfach noch nicht nach vorne. Er hat nicht so eine schlagkräftige Armee. Hat zwar 70 Supply, aber es sind alles Hydras. Wenn jetzt irgendwie noch mal ein paar Zealots mit Charge vielleicht dabei werden oder so, oder eben halt eine große Armee von Carriern, sie tut's auch, dann... ja, dann wird es schwierig eben für die Hydras, denn die sterben so schnell wie Fliegen, haben nur 80 Hitpoints, das ist echt nicht viel. Das ist gerade mal ein bisschen mehr hier als zwei Zerklinge haben und Zerklinge wissen wir alle, wie schnell die fallen. Also Hydras echt nicht so durchhaltungsstark. Dafür natürlich eine sehr, sehr hohe DPS, die gegen diese Oracles zum Beispiel sehr viel Schaden machen würde. Und auch gegen die Carrier, das darf man nicht vergessen. Man braucht halt eine gewisse Anzahl eben von Carriern, um das Ganze zu sichern. Also sehr schöne Stasisfalle. Hat hier extrem viele Linge eingefangen. 19 Stück, wenn mich nicht alles täuscht. Halt, du hast Rennen allerdings jetzt nach vorne. Jetzt sind allerdings die Carrier dabei. Mal schauen, wie viel Schaden die hier machen gegen die Hydras. Und das ist extrem viel, was hier fallen wird. Oracles sind auch nochmal an. Und wir sehen ein großes Blutbad. GG schreibt dazu auch schon der Gegner und damit überlässt er hier Black Beauty das Feld. Der Gegner war einfach nicht vorbereitet auf diesen Mars Oracle Style und hat da so viel verloren, dass eben eine Erholung quasi unmöglich war. Und dieser Vorteil hat dann eben Black Beauty ermöglicht, auf Carrier zu gehen. Das ist ja immer das Schwierige, wenn man noch nicht die große Anzahl an Carrier hat, muss man so einen Zeitpunkt erwischen, wo man selber relativ schwach ist, wenn man viel investiert hat, um eben diesen Tag der Carrier vernünftig zu haben. Aber man hat auch noch nicht den Vorteil und diese Phase muss man irgendwie überbrücken, bis man dann genug Carrier hat, um quasi über alles drüber rennen zu können. Das hat er damit sehr gut geschafft, dadurch, dass er eben diesen Vorteil aus dem Early Game hatte durch diesen Mars Oracle Style. Ist natürlich sehr riskant, wenn da irgendwie zwei Spawncrawler pro Base stehen. Einer hätte auch bei dem ersten Push schon das Leben deutlich schwerer gemacht, zusammen mit der Queen. Dann sehe das anders aus. Und wenn vielleicht einfach mal ein Scout da gewesen wäre, der Overlord war ja in der Position, aber es wurde kein Overlord Speed erforscht und es wurde eben auch nicht in die Base reingeflogen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Ja, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken und rechts auf ein anderes Projekt von mir. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.